Grüße Gemüse und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Shisha Brothers. Wir stellen euch heute wieder einen neuen Tabak vor. Ja. Und zwar geht es um den Holster Ice Bomb. Der überkrassen gehypten Marke, die hier gerade so auf dem Markt existiert. Das stimmt. Holster, boah, ist das gut. Heißt's immer. Dem werden wir heute auf dem Zahn fühlen. Ja. Also es war nicht mehr viel im Döschen, das heißt dementsprechend viel Molasse hat sich unten gesammelt. Wir haben das jetzt so gut wie möglich versucht zu lösen. Wir rauchen in Pfanne. Ich habe den nochmal so ein bisschen abgetupft, um ein bisschen Molasse zu entnehmen. Aber der ist halt trotzdem ja jetzt sehr extrem feucht. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es rauchbar ist. Wenn ich das richtig erkenne, sollte der Tabak 17,90 Euro kosten. Synchron. Wir riechen mal dran. Auch wenn kein Tabak mehr drin ist, aber der Geruch. Also Geschmack sollte klar sein, Eisbonbon. Eis was? Eisbonbon. Genau. Nun? Ich rieche mal. Rieche mal mit deinem Gichtgrafen. Also es riecht frisch auf jeden Fall. Ja. Und es riecht wirklich wie so eine Packung Eisbonbons. Mhm. Also. Okay. Ja, ich rieche das sogar schon jetzt hier, ja. Ist jetzt eigentlich nichts, gibt's nicht besonders viel dazu zu sagen. Riecht halt einfach nach Eisbonbon. Unterstreiche ich so. Ja. Das mehr kann man dazu nicht sagen. Frisch, Eisbonbon, wie eine Packung Eisbonbon. Ja. Check. Das ging recht fix, muss ich sagen. Das ging recht fix. Wow, ist ja jetzt keine überkrasse Sorte oder so, wo das und das enthalten ist und du verschiedenes rausschnuppern kannst. So. Ja, das stimmt schon. Das ist absolut richtig. Danke. Ich würde sagen, bevor du mir noch weiter auf die Pelle rückst, rauchen wir das ganze Ding mal an und sehen uns dann gleich zur Rauchentwicklung wieder. Jo, jo. Bis dahin. Deswegen langsam an. Du kleiner Hosenscheicher. Mann. Ich ramm dir das Ding. Wir kommen zurück zur Quarzentwicklung. Quarzentwicklung, ich nehme mal einen Zug. Dann mach ich mal, ne? Also Quarzen tut's gut, mehr als gut. Oh ja. Hast du dich ein bisschen verschluckert, ne? Ja, ich bin so verschluckert. Na komm, zieh nochmal. Jetzt geht's. Okay. Ja, also man muss sagen, der Rauch ist nicht ganz so dicht, finde ich. Ja, obwohl. Finde ich schon. Ja, doch. Er ist mehr als dicht. Egal, wie dicht er ist, dichter. Ja, also die Rauchentwicklung ist top. Wir nehmen jetzt trotzdem mal eine Kohle runter. Also wir merken langsam, die Molasse kocht über. Genau. Ja, weil es ist halt zu krass viel Molasse gewesen. Ja, wie gesagt, der letzte Rest ist wirklich genau für einen Kopf hat es noch gereicht. Und jetzt ist Döschen leer, weil der natürlich schon wieder hier alles weggeraucht hat, der dumme Hund. Man sieht auch, es qualmt noch ordentlich aus dem Kopf. No. Ein Glück ist der Feuermelder weg. Oh ja. Wir kommen. War das so eine Geste? Gegrüßt. Drei. Das waren zwei Finger, du Affe. Nee, du hast so, nicht immer Daumen, zählen kannst. Hast den Daumen draußen. Du kannst nicht zählen. Grundschulschüler. Grundschulschüler. Bist du, glaube ich, nehmen kann, wie viele Finger du an der Hand hast. Reiß dich zusammen, mein Freund. Ja, also, nach den anfänglichen Problemen, dass uns die Molasse ein bisschen übergekocht ist, ist der Tabak jetzt in einer entspannten Phase, der lässt sich jetzt richtig angenehm rauchen. Und man merkt als erstes natürlich die Frische, die durchkommt. Die zieht eben ordentlich in die Atemwege ein. Mhm. Und dann schmeckt es auch nach Eisbonbon. Also klar, wieder nicht so stark, wie es riecht. Ja, aber die Differenz ist gering. Die Differenz ist gering. Man merkt auf jeden Fall, dass es Eisbonbon ist. Also es schmeckt auch wirklich nach Eisbonbon. Und ich kann mich bei dem Tabak absolut nicht beklagen. Ja, also das ist so eine richtige Eisnote, wenn man zieht. Es wird schön kühl hier bis in den Rachen hinter und dann schmeckt es einfach nur wie Eisbonbon. Klar, etwas, wie du schon gesagt hast, etwas leichter ist es, aber das ist so minimal. Ja. Da kommt auf jeden Fall sehr, sehr viel Geschmack durch von dem Eisbonbon und das ist, denke ich mal, ganz gut rauchbar.
Auf jeden Fall. Wer auf Eisbonbon steht, der kann mit dem auf jeden Fall nichts falsch machen. Ich muss ja sagen, das ist wirklich meiner Meinung nach ein wirklich perfekter Sommertabak, den man schön entspannt auf dem Balkon oder so rauchen kann. Ja, aber ich muss sagen, die Eisbonbon-Tabake, die ich bis jetzt geraucht habe, die nehmen sich alle nicht viel. Die schmecken alle relativ gleich, würde ich sagen. Ich vermute mal, dass sich dieser Geschmack auch einfach relativ easy nachstellen lässt. Kann gut deshalb sein, die wahrscheinlich relativ identisch schmecken. Ja. Ja, wollen wir direkt zur Bewertung kommen? Ja. Ich würde mal anfangen. Und ich würde diesen Tabak einfach eine glatte 9 geben. Ich finde ihn einfach mega lecker. Ich mag auch diesen Eisbonbon-Geschmack. Gibt bestimmt auch Leute, die das nicht so mögen. Ich finde es mega lecker. Finde die Frische angenehm, nicht zu krass. Ja. Und für mich ist es einfach ein perfekter Sommertabak, deswegen 9 Punkte. Ja, da gebe ich dir recht. Ich hätte auch nicht 9 gegeben. Ich wäre bei 8,5 gewesen. 8,59. Kannst du einfach mal einblenden. 8,5. Finger nach oben und 9? 9. 9. Das ist einblenden. Ich kann es einfach rausschneiden. Getriggert! Ich kann es einfach rausschneiden. Kannst du nicht. Schnipp, schnipp. Da war es das eigentlich auch schon wieder. Ja, ich muss sagen, Holster, ich habe jetzt schon ein paar Sorten geraucht. Ohne den Tabak jetzt zu haten, aber der wird halt überkrass gefeiert zurzeit. Und ich finde die ich jetzt probiert habe, nicht so, dass die so sich als Sorte darstellt, die absolut besser ist als alle anderen, die ich bis jetzt geraucht habe. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich muss dir da ganz ehrlich widersprechen. Ich habe bis jetzt 3 Sorten geraucht. Divi Punch. Ja. Mr. John. Ja. Und Icebomb. Ja. Bomb. Und mich hat kein einziger enttäuscht, sondern ich fand alle 3 richtig geil. Okay, also ich habe den Icebomb geraucht, der ist echt gut. Den Kiwi Punch, muss ich auch sagen, der war sehr, sehr lecker. Dann den Mr. John, den fand ich nicht schlecht, aber auch nicht überragend geil. Und dann den Mrs. Josie und den fand ich am schwächsten von allen, muss ich sagen. Echt? Weil den habe ich ja vor mir noch zu bestellen. Ja, das war ja so Bärenmix irgendwas, glaube ich. Erdbeere ist es, glaube ich. Erdbeere und noch irgendeine Beere dabei. War irgendwas mit Bären auf jeden Fall und der hat mich am wenigsten überzeugt. Okay, ja. Also ich muss sagen, mir gefällt der Tabak hier, Icebomb, richtig gut und auch bis mit der Marke habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt. Ansonsten war es das schon wieder. Wir hoffen, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ja. Und am allerwichtigsten ist das Däumchen oben. Wird man dich loben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssikowski. Tschüssi. Machst du aus.